das Rennen, das Ostereierrennen, hier ins Manoliden-Picknick mit Rieke Zwergfall, dahinter die 7 McKenzie-Picknick, die Ruhm auf Rieke. Bianca Fino mit dem Griff. Dafür macht Madeleine Flevo Rob de Vlieger. Teilnehmer ist San Fernando H, die Startnummer 9 mit Tim Schwarmer. Und am Start sein wird auch noch die 5 Gunnable Brilliant. Start frei. Neuntes Rennen, das Ostereierrennen mit 10 Teilnehmern, Manolito Petnik die 1 und Rieke Zwerfer, die 2 Stanley Michael, nämlich die 3 Campino Henk Griff, die 4 Riete Witz Rob van Thor, die 5 Gunnable Brilliant Robin Botts, die 6 Jewel of Jane Jan van Doyewert, die 7 McKenzie Petnik hier Ruhm auf Rieger, die 8 Madeleine Flevo Rob de Vlieger, die 9 San Fernando hat Tim Schwarmer und die 10 Jack Kaya Waiki mit Karalf Oppon. Aus dem McKenzie Petnik. Riete Witt aber führt nach 500 Metern weiterhin das Feld an. 1:19:0 war die erste Zwischenzeit. Fehler davon Stanley, kommt er aus dem Tritt im vorderen Mittelfeld. Rang 2 gehört nach wie vor Gotta Be Brilliant. Dann 3 Längen etwa bis zu Madeleine Flevo in der 3. Position. Stanley wurde disqualifiziert nach dem frühen Fehler, ist raus. Rang 4 gehört Campino. 5. Gehört an der Innenseite von Manolito Petnik, begleitet von McKenzie Petnik, dann San Fernando H. und Jewel of Jane am Ende des Felds. Riete Witt weiter in vorne, das Tempo hier auch durchaus im Lichtmeter näher heran, ist jetzt in 2. Position auf Schlagdistanz. Campino an der Innenseite ebenfalls in der engeren Entscheidung mit dabei. Zielgerade ist erreicht, Riete Witt innen, Madeleine Flevo geht vorbei. Hat sich hier von Riete Witt entfernt, Campino versucht noch einmal nachzusetzen, von ganz hinten kommen Jewel Jane und dazwischen auch Manolito Petnik noch einmal heran, aber Madeleine Flevo ist in Sicherheit. Madeleine Flevo gewinnt hier mit Rob de Vlieger. An der Außenseite wird Jewel of Jane noch schnell genug gemacht für Rang 2. Campino wird Dritter, Rang 4 dann. Und heute hat alles gepasst und
Die dreijährige Tommy, Kronos Tochter, setzt sich letztlich durch mit ihrem Trainer mit Rob de Vlierer. Züchter ist Tizia Iwema. Und gemeinsam mit Tizia sind Rob de Vlierer und Uwe Sebelius. Gratulation an das gesamte Team. So, Kira Dunning, ja, wir sind in den Tasten. Herzlichen Glückwunsch, Rob. Das war eine sehr gute Vorstellung. Ja, jetzt sagst du gerade Uwe Zevens, wie kann das denn sein, dass Rob de Vlierer mit Uwe Zevens ein Pferd zusammen hat? Ganz einfach, wir waren auf der Auktion. Dann habe ich eigentlich ganz schnell die Schere und haben die zusammen diese gekauft. Und sieht schön aus. Ja, freut mich, finde ich übrigens eine gute Sache, deutscher, holländischer Trainer. Komm, geh mal. So, wir gehen einfach mal. Ich glaube, es ist besser. Im 12. Rennen läuft Jim American, der natürlich eine Menge laufen kann, aber auch extrem unsicher ist. Das hast du sehr gut gesagt. Ich fühle mich ein bisschen verscheißert gerade. Haben wir denn eine Chance? Ich soll es Jim fragen, aber ja, Trab, wenn er trabt, dann kann er schneller ab. Manchmal nicht. Genau. Natürlich. Dann wollen wir dich jetzt erstmal entlassen. Herzlichen Glückwunsch, Rob. Hier einen herzlichen Applaus bitte für Rob de Vlierer und Madeleine Vlierer.